Und damit nach leider wieder einmal sehr langer Zeit willkommen zurück zu Inazuma 11 Ultimate bei der guten alten Tour von, ich weiß nicht wie der heißt, Takayama, Yakayama, I don't really know. Und warum es lange gedauert hat, habe ich euch schon ein paar Mal gesagt. Ich habe sogar extra ein Video gemacht und es hat echt ein bisschen länger gedauert als eigentlich geplant war, aber ja, man kann es mir nicht aussuchen. Es sind derzeit ganz viel Geburtstage und ganz viel ja, Real-Life-Zeug. Weihnachten ist auch schon so gesehen fast vor der Tür und da habe ich halt ein bisschen wenig Zeit für sowas. Und ja, dann streame ich noch nebenbei fast jeden Tag so 2-3 Stunden und ja, bleibt ein bisschen wenig Zeit für Training. Denn ich muss für dieses blöde Match eine komplett neue Mannschaft aufstellen und hochtrainieren und hoffen, dass ich gewinne. Mein Ziel ist heute ein Tor. Ein Tor und alles ist gut. Und das Tor kann wirklich ein Glückstor sein, denn ich habe es schon mal versucht und ich habe es schon mal geschafft. Also es ist möglich und ich hoffe, dass es klappt. Und ich will jetzt nicht noch wieder 3-4 Tage rumtrainieren oder fast eine Woche dann. Also versuchen wir es einfach jetzt und hoffen, dass es klappt. Und damit, welcome back, welcome, welcome back. So, wie gesagt, wir haben eine ganz neue Aufstellung. Und auch wenn jetzt die relativ stark trainiert sind, also alles auf Level 50 Bereich, habe ich eine ganz neue Mannschaft. Denn ich bräuchte leider eine Mannschaft, wo kein Spieler Schusstechniken hat. Das heißt, ich kann alle Stürmer schon mal vergessen, relativ viele der guten Mittelfeldspieler auch. Das heißt, ich habe eine komplett neue Mannschaft, die stelle ich dann im Match selbst vor. Aber ich wollte noch eine Sache zeigen, denn ich habe beim Trainieren, ich habe zu Trainingszwecken hier die gute alte Inazuma Kids FC Plus hergenommen, bisher 10-mal besiegt und dabei zweimal ein neues Trikot bekommen. Ich wusste nicht, dass man ein Trikot doppelt bekommen kann. Ergibt gar keinen Sinn irgendwie. Und auf jeden Fall haben wir jetzt das brandneue Trikot mit den 3 Sternen. Sieht auch einigermaßen, ja, es geht aus. Trikot mit 3 Sternen-Emblem. Sehr angenehm zu tragen. Very nice. So. Wollte ich noch mal ganz kurz zeigen. So, und jetzt geht's los und ich hoffe, dass es klappt. Denn hier die Gastspieler sind ein bisschen hart. Gewinn mit einer Mannschaft, deren Spieler keine Schusstechniken besitzen. Wird hart, aber wir versuchen es. Spielen, ja, da habe ich mein drahtlos Team Number Uno. Ach, ist wieder bei. Ach! Ist wieder der falsche Dings eingedreht, sage ich mal. Ah, der falsche Banyan. Nee, der richtige. Ist schon der richtige eigentlich. Ey, wieso stimmt das? Hä? Irgendwas ist jetzt falsch. Das ist doch meine Mannschaft. Da ist auch alles richtig. Also das ist meine brandneue Mannschaft. Wer hat denn da Schuss? Ach, Blut, die hat Schussdeckung. Ah, schade. Das ist das große Problem. Denn es gibt immer die Gefahr, dass jemand eine Schussnächtig lernen kann und dann muss er aus der Mannschaft raus. Das ist so nervig. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass er eine neue Technik hat. Das ist gerade eine Blocktechnik. Ist echt geil. Vor allem, da es auch ein ganz gutes Spiel ist. Aber. Ah, Scheiße, jetzt muss der raus. Ah, das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Ich will jetzt einen guten Spieler. Ah, das ist so nervig. Was mache ich denn? Ist egal, ich lasse alles einfach drin. Ging das nicht irgendwie so? Aufstellung. Nee. Wechseln. So. Sorry. Arrivederci. Moment, wie geht jetzt? Wie kommt jetzt wieder raus? Musst du gegen irgendwen tauschen jetzt? Gab sonst keinen. Ah. Ich habe so viele mit Schusstechnik, so viele geile Spieler. Nicht mein Markt geht, das ist so lächerlich.
Muss ich jetzt Philly einwechseln? Ah, oh, das tut richtig weh. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ist ja scheiße. Na gut, aber jetzt geht's wenigstens. Mann, ich habe so einen geilen Spieler jetzt verloren. Na, jetzt geht's. Mann! Boah, ich bin jetzt schon so motiviert. Man hört es vielleicht. Geil! Aber gut. Da müssen wir jetzt durch. Touchpoint ist wie immer ready. Aber das wird jetzt ein saunerviges Match. Hihi. Ich bin so froh, dass ich mit meinen Freunden aus Amerika Fußball spielen kann. Ja, ganz toll, Silvia. Back dir einen Kakao. Yeah, aufgesetzt. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie groß mein Teamarbeit bei uns schreibt. Huch, Silvia spielt auch mit? Tja, von mir aus. Los geht's. Zeigt mir, wie ihr Amerikaner Fußball spielt. Lasst uns beginnen. Ultimate 11 versus die amerikanischen Geistschüler. Mit meiner bisher besten Mannschaft. Ah. Auch gut, die Mannschaft an sich, also die hier, ist ganz geil. Weil die Verteidigung ist super geil und im Sturm Agent M beste. Also ich stelle es mir ganz kurz vor. Ich denke mal, das Video wird locker eine halbe Stunde. Wird locker eine Tonne wiegen. So, wir fangen mal an vorne mit Roman Candler. Ich kann leider keine Stürmer einsetzen, denn Stürmer haben automatisch Schusstechniken. Ist echt ein bisschen schade. Und es gibt da keine irgendeine Fähigkeit, dass sie keine Schusstechniken lernen oder sowas. Das ist echt ein bisschen blöd. Also, Roman Candler. Mag Feuerwerke, schießt immer eins ab, wenn er einen Anlass hat. Hier zum Beispiel ein geiles Match wie das hier. Da kannst du aber doppelt abschießen. Hier, Mars Fielding, Agent M. Malta Bane, die ist super. Und ich hoffe, dass sie eins reinhaut. Denn sie ist die Beste auf dem ganzen Platz. Leider habe ich jetzt ja Dingsbums verloren. Namen schon wieder vergessen. Der war auch ziemlich gut, aber naja. Meister der Selbstverteidigung, wehrt alle Angriffe geschickt ab. Dann haben wir noch vorne links mein Apple. Sie gibt vor, reif zu sein, ist aber eher noch ein Grünschnabel. Mit auch nur einigermaßen guten Werten tut es jetzt schon einen kleinen Unterschied hier von 30 auf 20 rum, aber ich habe noch mal keine besseren leider. Dann Carrie O'Kia, die einen sehr eigenartigen Namen hat, fast eigenartig wie ihr Gesichtsausdruck. Begeisterter Karaoke-Film mit einer eigenen Anlage zu Hause. Ah, Carrie O'Kia. Ach, es ist nicht Ikea, es ist Karaoke. Ah, so ein dummer Name. Wesley Knox Artin. Auch einer der etwas besseren, soweit. Gut, auch ein nicht so hohes Level, aber ich habe zumindest ein bisschen trainiert. Der Kopf des Heus Junior High. Ein wahr göttlicher Stratege. Dann haben wir noch Scotty. Und da habe ich was rausgefunden. Ich weiß nicht, ob das Cheaten ist, aber ich kann das Spiel jetzt starten. Ich bin jetzt schon im Spiel drin. Bei einem Spiel, wo ich keine Schusstechniken benutzen darf. Mit Scotty, den ich vom Verteidiger zum Verteidiger mit Schusstechniken einwechseln kann. Hm. Ist das Cheaten? Ich weiß nicht. Ich mag es erstmal nicht, denn es wäre schon ein bisschen... Weil die Werte werden auch ganz geil jetzt. Ah, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Ehre oder nicht Ehre? Ah, ich mag es einfach mal so. Passt schon. Übertreiben wir es nicht. Muss ja spannend werden. Walter Walken. Der ist relativ schlecht. Aber er hat zumindest Spinnennetz und ich liebe Spinnennetz. Hat einen seltsamen Schwimmstil. Fast als ginge er über Wasser. Mr. Jesus himself. Dann eine geile Verteidigung mit Mole und Jack. Setzt einen Sauerstofftank ein, um ihre Lungenkapazität zu erhöhen. Ah, ein Girl. Das sieht man sofort. Und Jack natürlich. Jack, der alles wegreißt. Und ich habe auch einen geilen Torwart. Darren. Mega. Also die Verteidigung, Tor, alles safe. Nur vorne wird es ein bisschen schwierig. Da auch ganz gute Werte. Also, es geht. Und dann noch Kip Burn.
auch gar nicht mehr so schlecht, bewegt sich wie bei einem Tanz und verwirrt so die Gegner. Und Ersatzbank haben wir noch Ferris Stickman, den Deppen und Shen Sherritt. Mit etwas schlechteren Werten, aber naja. Ich bin echt schon überlegen, soll ich jetzt Scotty switchen oder nicht? Nee. Ich spiele ehrenhaft. Ich habe gesagt, keine Schusstechnik, ich bleib dabei. So. Ich glaube, das wird noch meinen Kragen kosten, denn. Ja, da ist 50 angesagt. Aber dafür nicht so krasse Werte. Ich meine, guck mal, eine Stürmerin, Level 50, 18 Schusskraft. Wo gibt's denn sowas? Also, ist ausgeglichen. Aber gut, fangen wir mal vorne links an. Das ist Eric. Tatsächlich, 60. 18, 60. Kleiner Unterschied. So, holy moly Cricket. Hat angeblich ein Auslandsstipendium im Fach Violine gewonnen. Hane gewonnen. Beata Pummel. Geiler Name. Diese Karate-Meisterin hat viele Jungs auf die Matte geschickt. Sieht aber nicht so pummelig aus irgendwie. Eric. Dieser Mittelfeldmagier feiert sein Comeback. Er feiert sein Leben. Anne Tacy, eine echte Prinzessin, die sich gut um ihre Untergebenen kümmert. Tacy, Anastasia, I don't know, auch heißt er Fieger. Lehman Rindt, Mark Saurus, kaut gerne auf Zitronen rum. Wahrscheinlich Rindt. Isst man nicht ab und zu bei Rindt auch Zitronen dazu? Also ich weiß, bei Schweinebraten gibt es öfters mal eine Zitronenscheibe drauf zum Taufträufeln. Was ich irgendwie nie mache, ich esse die einfach so aus Gründen, weil es einfach lecker ist. Aber naja, anscheinend kann man das auch machen. So, hier eine relativ krasse Verteidigung mit Malcolm und Bobby. Auch von den Werten her. Eieiei, 60 überall. Lockerer Umgang, aber loyaler Freund. War lange Zeit in Amerika. Francis Payne. Spricht mehrere Sprachen, weil Papa oft im Ausland arbeitet. Und zu guter Letzt noch Malcolm Knight. Die auffällige Frisur soll klar und deutlich an Profispieler erinnern. Alles klar. Dann hier noch die Superverteidigung mit Geil Crockett. Kann lügen oder Rutze werden. Ihm kann man nichts glauben. Gut, da ist ein bisschen weniger, wobei er relativ schnell ist. Und hier langsam, aber dafür mehr in der Verteidigung. Der wird auch ein bisschen schwierig. Benedict Eggers. Mag Eiergerichte. Braucht bei jeder Mahlzeit mindestens ein Ei. Das ist sehr gut. Und zu guter Letzt noch Sylvia Woods. Die auch ein bisschen eskaliert. Verteidigung auch dann 50. Ich sag nur, in der Summe 11 Strikers, die Mädels. Absolut Horror. Ultra stark. Die große Schwester des Teams. Spezialtechnik Reisbällchen. Das wird echt ein Spaß. Aber wir gucken mal. Ich versuche mal, ich weiß nicht, ob das geht, aber ich versuche mal, je nachdem wie das Match läuft, dass ich vielleicht in der Halbzeit Dings doch noch ändere. Ich vergesse immer den Namen, das ist so schlimm. Ah gut, starten wir mal das Spiel und gucken mal, wie es so läuft. Let's go! Anschluss nach hinten. Läuft definitiv. Ob vorher rückwärts, ich weiß nicht, aber irgendwas läuft hier. Balloon Ball. Geil! Gegen Knight. Der ist schon ein bisschen stärker. Also bei denen ist dafür der Sturm relativ schwach, aber die Verteidigung dafür absolut übel. Eieiei. Weiß ich mal sagen, wenn. Soll ich jetzt schon eskalieren? Na sicher, sicher. Man weiß nie, was kommt. Der Dunkeltornado drauf. Wow, bin überrascht. Unendliche Hand, der müsste relativ safe sein. Nice. Wow, ist ja ziemlich gut. An mir kommst du nicht so leicht vorbei. So, erstmal zu Bobby. Bobby ist immer gut. Und jetzt einfach irgendwo nach vorne, wenn es irgendwie geht. Gretchen. Ja.
So, Agent M ist am Warmball. War jetzt ein kurzer Erfolg. Der Blocker. And he comes back. Gott, mein 30 Kilo Kopfhörer. Riesig und schwer. Aber dafür sehr teuer. Man muss auch Prioritäten setzen. So, jetzt geht's los mit der Bombardement von Sylvia. Denn man sieht, sie hat nicht so viel TP. Und meine Superstrategie ist wie immer, TP stark senken. In eurem Fall stark senken. Und hoffen, dass dann irgendwann einer billig reingeht. So, und he comes back. Wieso geht jetzt das Telefon? Ich hoffe, meine Mutter geht ran. Gut, für mich ist das normalerweise noch nicht. Ah, Mission gescheitert. Ich hab's geschafft. Ich habe ihn gehalten, Mark. Ja, super. Ah, hab ich den? Ah, Gretchen. Ja. So. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich gehe mal ganz kurz. Bin gleich wieder da. Nicht, dass es doch für mich ist. So, bin wieder da, alles im Butter. Sechs Mal so blöd, denn mit den Dingen hört man überhaupt nichts. Wenn die Mama schreit, ist es nicht so gut. Deshalb, ja. Ja! Tor! Tolles Tor! Darauf habe ich gehofft. Dass sie eins zum Glück reindonnert. Puh. Ja. Ist das geil. Auf diese Chance habe ich echt gehofft. Ich hatte keinen Bock, um weiter zu trainieren. Ich habe auf Agent M's goldenen Schuss gehofft. Und da kam er. Right in your face. Puh, bin ich froh. Endlich geht's weiter. Es kommen wieder Ultimate-Videos. Ist das geil. Ach, das ist so frustrierend. Juckt mich nicht. Ich habe echt auf so einen Schuss gehofft. Jetzt machen wir noch ein zweites rein. Ne, übertreiben wir es nicht. Kampfstier. Kennt das übrigens auch relativ gut. Also ich habe da echt ein paar Spieler kennengelernt. Ein bisschen laut bei mir. Wo ich mir echt denke, eigentlich war nicht mal so schlecht. Hier auf H&M ist auch gar nicht so schlecht. Ich denke, jetzt halt zumindest einigermaßen safe sein. Meine Verteidiger und vor allem der Torwart sind eh Spitzenklasse. Nur beim Sturm da, wo bei mir vorhandenen Sturm, sag ich mal, da hapert es ein bisschen. Und das war jetzt ein absolut geiles Abseits. Absolut verdient. So, Ikea. Eislauflok. Die ist auch geil. Guckt euch mal den Gesichtsausdruck an. Eiskalt. Wieder das Telefon. Was ist denn los heute? Das nervt. Sorry, eine Sekunde, ich muss ganz kurz hören. Gott, ganz große Sorry. Kurz zur Erläuterung. Meine Mutter hatte gestern Geburtstag und seitdem bimmelt ab und zu das Telefon. Ich wollte noch anrufen, da hat es noch Geburtstag, Happy Birthday. Aber muss das jetzt sein, wenn ich aufnehme? Muss das sein? Tango. Tango de la Muerte. Da geht was. Ach, bin ich froh, dass der drin ist. Ihr könnt es nicht glauben. Und jetzt kommt
Das? Mit glaube ich hier nicht. Da versuchen wir es mal. Vielleicht 2 zu 0. Nee. Sind wir so? Nee. Auch krass, sie hat die Himmelshand drauf. Nicht schlecht. Mission gescheitert. Hab's geschafft. Ich hab ihn gehalten, Mark. Amazing. Ich bin so froh, dass er drin ist. Ich bin so froh. Was für eine Zeitverschwendung. Auf geht's, Leute. Das ist noch nicht vorbei. Das ist vorbei. Trotzdem 65%, 4 Torschüsse. Statistisch gesehen. Statistisch gesehen. Bin ich schon viel stärker. Ich muss noch gucken, dass das Ganze nicht in 1 zu 1 endet und ich komplett eskaliere. Händler. Der Schwierige. Passt auch super mit seiner Frisur zusammen. Päpplchen. Ah. Also Block. Ikea. Ah. Ah gut, bei Knight ist das klar. Knight wird schon ein bisschen krasser unterwegs. Eieiei, muss das sein? Muss das wirklich sein? Geht doch keiner ran hier. Lasst sie ran, denn sie will ja. Spinnennetz. Ja. Ich liebe Spinnennetz, das sieht so geil aus. Da klebt jedes Rind fest. Ich meine, habt ihr schon mal ein Rind gesehen, das ein Spinnennetz festhängt? Ich glaube nicht. Aber jetzt seht ihr einen Knight, der daran festhängt. Das Spiel läuft besser als gedacht. Also ich meine, es ist alles so geplant natürlich. Und bada bam! Rein das Ding! Gib ihm! Feuerschlag hat sie auch drauf. Jetzt ist die komplett auf Müll runter. Eieiei. Wo ist die Kamera? Man weiß es nicht. Wo ist die Kamera? Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Gashattling. Rein hier. Bam. Beide Beine gebrochen. Absolut Ehre. So. Abseits. So. Ne, lassen wir es mal. Ikea. Hau rein hier. Uhrzeit heiß. Wenn Ikea haut, drauf hat, dann sowieso. 0 TP. Komplett Seiten auf 0. Trotzdem, so wie es hat. Aber wenn Agent M backschlägt, was passiert dann? Na. Also auf normalem Weg reinzukriegen, ist nicht zu einfach. Schwerkraftmauer gibt Burn. Auch sehr stark. Auf die Knie, Amerikaner. Na? Habe ich ihn? Fast. Ich habe ihn. Vielleicht nochmal mit Kendler oder nochmal mit... Ah, mit H&M nochmal. Komm mal mit hier. Ah, hier so. Boah, das war's absolut schlecht. Was ist das jetzt? Was passiert hier? Ist das möglich? Hä? Was war das jetzt für eine Situation? So, einkreisen. Einen kriegen wir noch rein. Also Block. Einer geht noch, definitiv. Ganz vergessen, ich muss ja noch das Tor addieren. Ich mach das gleich. War noch ein bisschen in... Wie sagt man? Euphorie. So. Jetzt Trick 17. Auf die letzte Sekunde aufgehoben. Ikea. Gib ihr! Nee. Trotzdem 1 zu 0, das heißt gewonnen. Erstmal wir addieren
Drei Stunden später hat's geklappt. Was für ein Sieg. Esst meinen Staub. Und ist auch sau interessant. Man kann das echt ein bisschen austricksen. Also ich hätte Bannen jetzt echt wechseln können auf seine... Ach, ich weiß nie, wer von den beiden da der Stürmer gewesen wäre. Ich vergesse das immer bei den beiden. Nicht. Ich rede nur Blödsinn. Also ich hätte Banyan wechseln können und trotzdem Schusstätigen einsetzen können, theoretisch. Denn das Spiel lief ja schon. Was hätte noch passieren können? Spiel, dass das Spiel ab kaputt geht, glaube ich ja nicht. Ich weiß nicht. Also sau interessant. Verflixt. Das schafft ihr nicht nochmal. Ich habe das schon mal geschafft. Und ich werde es immer wieder versuchen. Gott, 9 Torschüsse. 9 Schüsse, einer ging rein. Absolut Ehre. Und verdiente viele Erfahrungspunkte. Einige Level-Ups. Oh, bin ich froh, dass das Match vorbei ist. Oh, und alles aufgenommen. Ah, das ist super. Das freut mich. Und ich habe fast ein halbstündiges Video. Und auch endlich wieder Ultimate-Videos. Und es kommen wieder regelmäßige. Denn das nächste ist ein stinknormales Match, gerade mit meiner normalen Mannschaft spielen. Das ist der Wahnsinn. Welches ist, steht eh schon hier oben. Ich glaube, das war wieder so eine Ersatzmarktmannschaft oder sowas. Oder irgend so ein Dings wieder. Genau, Ersatzteam 4. Gewinne, 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 ohne Voraussetzung. Das ist absolut Ehre. Und ja, dann haben wir hier noch 4 und dann noch diesen Brocken hier. Jugendnationalteam auch. Das war ja der harte Brocken. Denkt mal, dass wir den wirklich ganz am Ende machen. Aber schauen wir mal, wie es hier dann weitergeht. Erstmal bin ich froh, dass wir das hier geschafft haben. Bin ich froh. War das ein nerviges Match. Ohne Witz. Da hatte ich keinen Bock mehr zum Trainieren und ich habe echt auf diesen Glücksschuss von H&M gehofft. Und hat geklappt. Was will ich mehr? Absolut geil. Ach, bin ich froh. Absolut nervig. Aber ich hab's geschafft. Und das ist, was zählt. Und ich habe damit auch noch ganz nebenbei auch noch meine ja, langsam schon existierende Frauenmannschaft ein bisschen trainiert. Denn ich habe jetzt auch schon einige Damen hier in der Mannschaft. Also hier zum Beispiel Kyburn, Mirror, Okia und so weiter. Ich habe echt schon ein paar Girls am Start und habe jetzt alle schon auf Level 30 rum. Und hier mit March Feeling auch relativ stark oder hier mit, gut, Apple wird noch ein bisschen. Aber Krypta auch. Genau, mit Krypta auch eine relativ gute Stürmer-Mittelfeldspielerin mit Schusstechnik. Also ich habe da schon einige relativ gute Damen auf dem Feld. Die ist Trent als Torhüterin. Absolut super. Aber da habe ich echt aus Versehen eine Schusstechnik gekriegt. Das ist echt immer das Risiko. Aber ja, passiert halt. Malcolm Schweiker Blue D. Absolut geil. Kennt er aber, glaube ich, auch weiblich? Nee, kennt er aber männlich? Okay. Egal. Hauptsache, wir haben es endlich mal geschafft. Titel Sprung 11. Auch nicht schlecht. Gut. Und dann würde ich sagen, nach fast einer halben Stunde, das war's mit dem heutigen Ultimate-Video. Wie gesagt, nochmal so, dass es lange gedauert hat, da ich hatte ganz viel Real-Life-Zeug zu tun, musste eine Mannschaft aufbauen, muss noch mehr oder weniger nebenbei noch 2-3 Stunden streamen und will ab und zu noch ein bisschen schlafen und ja, arbeiten muss ich auch noch ein bisschen, leider. Und ja, ist ein bisschen stressig gewesen, aber jetzt sieht es echt aus, es wird jetzt wieder regelmäßig Ultimate geben. Ja, gut. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und freut euch schon mal auf das nächste Match gegen Ersatzteam 4, das dann geplant übermorgen kommen müsste. Muss ich gleich demnächst auch noch aufnehmen, bevor ich es wieder vergesse. Und ja, dann werden auch noch die nächsten ganzen Stream-Updates kommen, da war ich auch ein bisschen faul in letzter Zeit. Da müsste auch noch die letzten paar von Yoshi's Island kommen und dann kommen schon langsam die ersten von Ni no Kuni Remastered. Auch ein absolut geiles Spiel. Auch bevor es echt eine halbe Stunde wird, was in ein paar Sekunden auch der Fall sein wird, würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, nicht vergessen, immer schön am kleinen Rundball bleiben. Bis dann, ciao. Ach, ich bin doch drüber. Scheiße. Egal, bis dann.
Ciao.